وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما Verse aus dem Koran, gesungen im Herzen von Hannover, vor 400 Muslimen, Juden, Christen und Nichtgläubigen. Und schon vor Beginn dieses ersten gemeinsamen Fastenbrechenfeierns in Hannover setzen Vertreter der drei Weltreligionen ein noch nie dagewesenes Zeichen. Gedachten gemeinsam am jüdischen Mahnmal in Hannover der wegen ihrer Religion Getöteten. Preise Gott meine Seele und all mein Eingeweide seinen heiligen Namen. Preise Gott meine Seele und vergiss keine seiner Wohltaten. Ein Psalm aus dem Alten Testament, das für Juden, Christen und Muslime gleichermaßen gilt. Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit bilden für alle Menschen wichtige Säulen des Zusammenlebens. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Zum Sonnenuntergang, kurz vor 21.30 Uhr, wird zum Gebet gerufen. Danach essen und trinken viele Muslime nach 16 Stunden des Fastens zum ersten Mal wieder. Es ist ein schönes Gefühl, am Abend dann auch zu sagen, ich habe für Gott das gemacht, einen Tag auf Essen und Trinken verzichtet. Aber es ist auch schön, wenn man dann nicht alleine vor seinem Teller sitzt, sondern mit Freunden, Nachbarn oder mit so vielen Leuten wie heute Abend. Dazu alle Niedersachsen mitten in Hannover einladen zu können, das war den Muslimen wichtig. Dass wir durchaus auch durch solche Feste uns näher kommen sollten, um zu gucken, was wir gemeinsam für unsere Stadt und unsere Umgebung machen können. Und das wollten fast doppelt so viele Menschen wie erwartet. Spontan wurden deshalb 150 Döner zusätzlich bestellt. Fastenbrechen bedeutet für mich, dass Freunde von mir diese Gewohnheiten haben, aber ich selber bin nicht muslimischen Glaubens oder irgendeines Glaubens, aber ich respektiere das und finde es eine schöne Gelegenheit, zusammenzukommen. Besonders jetzt in dieser Zeit, wo es so schwierig ist, wirklich sehr, sehr schwierig ist, die Kommunikation zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen insbesondere. Und dass jetzt wir alle beieinander sitzen, das ist das Schöne. Gemeinsam feiern, verbunden durch gemeinsame Werte. Heute laden die Muslime noch einmal jeden, der will, nach Hannover zur langen Nacht der Begegnung ein.